Hallo, ich habe heute mal wieder einen Primer-Call für euch. Entschuldigt mein Aussehen. Ich weiß auch nicht, aber darum soll es ja in dem Video gar nicht gehen. Ich war mal wieder im Primer in Bremen und ich glaube, ich fange mit den Schuhen an. Ich habe mir einmal diese hier gekauft. Ich denke, ich werde das Ganze auch noch angezogen einblenden, weil ich glaube, so kann man es gerade nicht so gut erkennen. Ich hätte sie vielleicht auch vorher zumachen können. Aber das habe ich jetzt vergessen. Die waren reduziert auf 9 Euro. Und ja, ihr seht ja, wie die aussehen. Die haben mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und die passen eigentlich auch zu allem. Und ja, deswegen habe ich die mitgenommen. Und dann, als ich an dem Tag im Primark war, hatte ich extrem unbequeme Schuhe an. Und weil ich mir dann im Laufe des Tages noch die Schuhe wechseln wollte, habe ich mir dann noch diese schwarzen 3-Euro-Schuhe gekauft. Ich mag die eigentlich nicht so gerne in Schwarz, aber was anderes hätte jetzt nicht zu dem gepasst, was ich anhatte. Und deswegen habe ich die dann mitgenommen. Dann habe ich noch diese Mütze gekauft. Die habe ich allerdings meiner Schwester mitgebracht. Die hat auch 3 Euro gekostet. Und dann zu meinem... Nein, mein Lieblingsteil zeige ich am Schluss. Dann habe ich... Ich habe extrem langweilige Sachen gekauft. Ich habe zum Beispiel diese Socken hier gekauft. Das sind so Kuschelsocken, aber das sind Kniestrümpfe. Und ich liebe, liebe, liebe Kuschelsocken im Herbst. Und dann auch noch als Kniestrumpf. Das ist einfach perfekt für mich. Und die haben, ich habe die schon getragen, von daher ist da auch kein Preis mehr dran. Ich glaube, die haben 2,50 € gekostet oder so. Also nicht so teuer. Dann habe ich mir noch zwei Strumpfhosen gekauft. Einmal diese hier. Das ist mit so einer, ja, so einer Kniestrumpfoptik und oben solchen Herzen. Die finde ich ganz süß. Und dann habe ich mir noch so eine gekauft mit überall Herzen drauf. Aber die werdet ihr jetzt auch noch angezogen sehen. Hoffe ich doch. Und dann habe ich mir noch mehr Socken gekauft. Dann habe ich mir einmal diese Kniestrümpfe hier gekauft. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt leider auch nicht mehr, was die gekostet haben. Ah doch, die waren reduziert, glaube ich, auf 1 Euro. Ich weiß, viele mögen solche Kniestrümpfe nicht, aber ich mag die wirklich, wirklich gerne. Und dann habe ich mir nochmal was Sockenähnliches gekauft. Hier ist jetzt auch noch der Preis dran. Das sind, ich habe es mir jetzt als Ersatz für Hausschuhe gekauft, weil meine Hausschuhe gehen immer so schnell kaputt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Aber bei mir ist es egal, wo ich die kaufe, ob ich mir jetzt teure Hausschuhe kaufe oder günstige. Aber wenn das diese Puscheligen sind, die so süß aussehen, dann gehen die immer innerhalb von einem Monat spätestens kaputt. Und dafür war ich dann auch zu geizig, dann wieder 8 Euro oder sowas auszugeben. Jetzt habe ich mir einfach solche sockenähnlichen Dinger mit so Noppen hier unten gekauft und die haben 4 Euro gekostet. Dann noch ein Sweatshirt. Das fand ich eigentlich ganz süß. Mit hier oben so Spitze. Und das war auch reduziert auf 5 Euro. Das gab es auch noch in so einem bärigen Rot, in einem Schwarz. Und das war es, glaube ich. Dann noch ein... Ja. Kleid, wenn man das so nennen kann. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also, das ist sowas, wo man ein T-Shirt oder sowas drunter ziehen muss. Aber ich trage es jetzt im Herbst am liebsten einfach mit einem Pullover darüber. Und das war auch reduziert auf 5 Euro. Und ja, das fällt ganz schön. Und das mag ich total gerne. Und. Ich sage heute die ganze Zeit und entschuldigt. Entschuldigt mich. Und. Dann habe ich auch noch mal so eins gekauft, nur aus so einem Jeansstoff. Ich finde, wenn man das anhat, sieht das, also wenn ich hier einfach nur so ein T-Shirt drunter ziehe, sieht das, sehe ich aus wie ein Minion. Aber ich werde wahrscheinlich auch wieder einfach einen Pulli drüber ziehen. Dann gefällt mir das wirklich gut. Und das war sogar reduziert auf 3 Euro von, hier ist nämlich auch noch der Zettel dran. Von 12 Pounds. Aha.
Was sind 12 Pounds? 14 Euro oder so? Kann das sein? Irgendwie sowas. Und dann auch schon zu meinem Lieblingsteil. Also ich hatte meiner Schwester noch so eine Kette mitgebracht, so eine ganz kleine. Da war so ein kleines Herz und ein Schlüssel dran und zwei so ganz kleine Herzohrstecker. Das hat auch 3 Euro gekostet. Das gab es auch noch mit so Ankern und einem Hufeisen, glaube ich. Und noch irgendwas, aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber die sahen auch ganz süß aus. Das müssen wir noch hier oben und unten finden. Das kann man jetzt auch, glaube ich, ganz schlecht erkennen hier in der Kamera. Das ist einfach so ein, ja, das ist kein Weinrot, das ist so ein bäriges Rot. Das ist einfach so ein Cardigan, so ein weiter, auch mit so Fledermaus-ähnlichen Ärmeln. Und den mag ich unglaublich gerne, der ist total weich und gefällt mir unglaublich gut. Und den mag ich. Und der hat... Toll, da habe ich das Schild auch schon abgemacht. Ich meine, der hat 13, 14 Euro gekostet. Ich glaube, 14 Euro hat er gekostet. Den gab es auch noch in Schwarz, in Weiß. In so Beige, glaube ich, so Cremefarben. Die haben eigentlich auch ganz gut gefallen, aber ich habe jetzt noch keinen in so einer Farbe gehabt. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich den mit. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit für euch. Und zwar wollte ich ja eigentlich schon vor längerem mal eine Verlosung gemacht haben. Aber ich wollte irgendwie was Cooles verlosen und mir ist jetzt noch nichts so eingefallen. Und jetzt habe ich erstmal so ein kleines Giveaway. Ich zeige euch mal kurz die Sachen. Also, ich habe einmal so ein Cupcake. Das finde ich unglaublich süß. Da ist so eine Kerze drinne. Die riecht komischerweise nach Energy Drink. Aber sie sieht süß aus. Ich mag die total gern. Ich habe auch einige davon. Und dann habe ich noch so ein Prinzessinnenbart. Das fand ich irgendwie so süß. Und in jedem von uns steckt ja irgendwie eine Prinzessin. Dann habe ich noch ein Baby Lips. Ich hoffe, es gibt noch irgendjemanden da draußen, der noch keinen hat. Aber ich glaube, langsam hat fast jeder einen. Aber ich hoffe, irgendjemand wird sich trotzdem darüber freuen. Und das ist jetzt der Jeremy. Dann habe ich noch einen Nagellack von Catrice. Der ist aus der Arts Collection und der heißt Forever Green. Und ja, den fand ich total hübsch. Der schimmert und glitzert. Nee, schimmert schon stark, aber ja, den fand ich ganz süß. Und zu guter Letzt noch ein Yankee Candle Tart. Und zwar Snowflake Cookie. Das riecht unglaublich gut. Ganz, ganz süß und ist rosa. Und ja, ich hoffe, einer von euch wird sich darüber freuen. Und ihr müsst natürlich 18 sein und wenn ihr jünger seid, müsst ihr eine Einverständniserklärung eurer Eltern haben. Dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet. Und um noch an der Verlosung teilzunehmen, schreibt mir mal in die Kommentare, aus welchem Bundesland ihr kommt. Das würde mich wirklich interessieren. Und ja, das waren jetzt 3 Sachen, oder? Also einmal gebt dem Video einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, aus welchem Bundesland ihr kommt. Und natürlich müsst ihr Abonnent sein. Ja, und wenn ihr unter 18 seid, eine Einverständniserklärung eurer Eltern. Und das war's auch schon. Ja, dann hoffe ich mal wieder, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!